Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder hier und das heißt, ich habe einen weiteren Teil der Künstlerin-Tested-Serie für euch. Die Videos, wo ich Diamond Painting und wo ich mal nach Zahlen getestet habe, also gerade die Sachen, die immer so unglaublich lange dauern, die sind gut bei euch angekommen. Und ich war neulich so ein bisschen online abgestöbert, geguckt, was es so gibt. Und dann habe ich gesehen, dass es auch Paint-by-Sticker gibt in diesem Buch hier. Und das testen wir heute. Wenn dir das Video gefällt, lass mir unbedingt eine positive Bewertung da und abonniere auch meinen Kanal. Ich habe nämlich gesehen, dass mehr als die Hälfte meiner Zuschauer mich gar nicht abonniert haben. Und mit einem Abo würdest du mich und meine Arbeit unglaublich unterstützen und vor allem motiviert mich das riesig, jede Woche neue Videos für euch zu drehen. Es dauert wirklich nur eine Sekunde, es ist ein kleiner Klick und der unterstützt mich einfach riesig. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß bei dem Video. Ich habe noch nicht gezählt, wie viele Sticker hier drin sind, aber es müssen hunderte sein. Das ist nicht gesponsert oder so. Ich habe das einfach wirklich online entdeckt und dann auf Instagram euch gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich dann ein Video, also ein Künstlerin-Tested-Video zu mache. Und die Abstimmung ist auf Ja ausgefallen und zwar sehr eindeutig. Falls ihr noch nicht auf Instagram folgt, schaut doch auch sehr gerne vorbei. Hier sind verschiedene Kunstwerke drin. Hier ist auch so eine kleine Übersicht, also Monet, Michelangelo, Botticelli, Da Vinci, Vermeer, das Mädchen mit dem Perlenring. Ich werde das in diesem Video alles füllen. Ich werde dieses ganze Buch mit Stickern bekleben. Ich werde nicht einen Sticker überlassen. Toll. Ich muss jetzt mal herausfinden, wie genau das hier funktioniert. Also die erste Hälfte des Heftes hat halt die Gemälde und die zweite Hälfte hat dann die Sticker. Und ich schätze mal, das hier sind die Sticker vom ersten Gemälde. Und die kann man sich hier rausreißen. Das finde ich ist sehr gut, das Produktdesign. Die Designerin in mir auf jeden Fall begeistert. Das sind die Sticker fürs erste Gemälde. Und zwar starten wir mit House of Parliament Sunlight Effect von Claude Monet. Dieses Werk hier. Auch das kann man sich rausreißen, aber ich glaube, ich lasse das da jetzt drin und sticker das einfach im Heft. Wir fangen auf jeden Fall mit einem einfachen Motiv an. Hier sind jetzt ja, weiß ich nicht, so 40 Sticker oder so. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Wir haben jetzt hier oben A, dann B, C und D, also es ist immer so unterteilt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit A1, mit Sticker Nummer 1. Ich wette, das Längste, was hier dauert, ist, dass ich das Ganze immer suchen muss. A1. Und man hat nur einen Versuch, es richtig zu kleben. Die Sticker lösen sich möglicherweise auch nicht mehr. Und ich habe schon beim ersten Sticker verkackt. Oh Gott, das ist jetzt schon so ein Fummelkram. Ich hasse sowas. Es klebt alles an meinem Finger. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Und ich bin beim vierten Sticker. Hä? Warum passen denn die Sticker nicht auf die Untergründe? Seht ihr das hier? Die kriegt das nicht so richtig hin, das da perfekt zu platzieren. Hier jetzt zum Beispiel die A5. Nein, nein. Komm schon, geh richtig drauf. Sitzt, würde ich sagen. Ist das schlimm, dass ich jetzt schon keine Lust mehr habe? Das Erste, was ich echt hier gemerkt habe, ist, dass man mit einer Pinzette arbeiten muss. Das ist wirklich eine Sache, die ich vom Diamond Painting gelernt habe. Wenn man halt so kleine Flächen, ich meine, das ist jetzt nicht so klein wie kleine Diamanten hier, die Sticker. Aber es ist einfach trotzdem ein bisschen griffiger und man kann viel präziser arbeiten und vor allem auch sehen, wo man den Sticker aufklebt, weil halt Finger das oft verdecken. Für das Motiv hier habe ich jetzt knapp, ich würde sagen, eine halbe Stunde gebraucht. Die Sticker sind halt aber bei dem Motiv auch sehr groß. Ich bin gespannt, wenn wir gleich zu den komplizierten kommen, wie lange ich dann brauche und vor allem wie lustig das wird, die alle einzeln aufzukleben, weil selbst hier habe ich schon so ein bisschen das Problem, dass manchmal noch so weiße Ränder durchgucken. Gemälde Nummer 1 ist fertig. Ich habe das Gefühl, manchmal sind halt die Flächen ein bisschen zu groß, wo man die Sticker aufkleben soll. Und deswegen bekommt man das halt nicht ganz deckend hin, sondern es guckt ab und an echt so ein bisschen Hintergrund durch. Und das finde ich ziemlich schade, aber mal gucken. Vielleicht muss ich mich auch einfach mehr anstrengen. Das nächste Motiv ist Creation of Adam von Michelangelo. Hier erwarten mich jetzt auch gleich zwei Seiten Sticker. Kann ja was werden. Here we go again. Ich frage mich echt, warum gerade diese Videos immer so gut bei euch ankommen. Ich glaube, ihr mögt es einfach, mich zu quälen, kann es sein. Also zu sehen, wie ich hier diese akkuraten und wirklich, also viele Entspanntes, aber ich bin sehr, sehr, sehr schnell davon genervt. Motiv Nummer 2 ist fertig. Ich habe bis jetzt eine Stunde gemacht und habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also
keine Ahnung, wann wir uns fürs nächste Motiv wiedersehen. Vielleicht heute, vielleicht wann anders. Mal gucken. So, es hat jetzt ein paar Stunden gedauert, bis ich mich wieder motiviert fühle. Gemälde Nummer 3, Bedroom in Arles von Vincent van Gogh. Ich habe mir gedacht, ich mache hier unten so einen Sticker-Counter hin. Der steht jetzt hier irgendwo, damit ihr sehen könnt, wie viele Sticker ich schon habe und wie viele ich noch muss. Dazu muss ich die hier alle zählen, aber es kriege ich schon irgendwie hin. Starten wir das Ganze, würde ich sagen. Motiv Nummer 3. Was ganz cool ist, ist, dass es immer so ein bisschen unterteilt ist in verschiedene Buchstaben. Man muss halt schon immer ganz schön suchen. Na, Frieda, wer kommt denn da? Brauchst du etwa Hilfe beim Stickern? Reizt dich das Ganze hier? Das sieht schon cool aus dort. Wie viele Sticker musst du? Ich bin jetzt beim dritten Motiv. Oh, da musst du noch ein paar, oder? 12 muss ich. Oh. Du hast doch bestimmt Lust, mir zu helfen. Du hast mir schon so oft geholfen, Frieda. Das stimmt. Ich habe schon Lust. Du hast Lust? Ja. Du kannst mich gleich ablösen, wenn ich koche. Okay. Ja? Ja. Okay, klasse. Sehr gut. Freue mich schon. 7. Das ist ja doof, dass die nicht mal so sortiert sind. Nee, das A7, die sind nicht. 8 die hätten hier einfach mit A anfangen können, dann einmal rüber oder so. Nee, die zerstreuen aber einfach alles. Nee, die sind alle noch durcheinander. Schön, dass dir das so viel Spaß macht, Frieda. Ich habe hier eine halbe Stunde für gebraucht, für die A's. Und jetzt kommen die B's, die C's und die D's noch. Das schaffe ich. Okay. Brauchst du eine Brille, damit du besser sehen kannst? Nee, ich brauche keine Brille. Meine Augen sind hervorragend. Danke. Musst du eine Pause machen, Frieda? Mach mal eine Pause. Aber C habe ich jetzt schon fast fertig. Und B auch. Dank Friedas Hilfe ist das dritte Gemälde jetzt auch fertig. Weiter geht es mit Still Life with Apples and a Pot of Primroses von Paul Cézanne. So, schon jetzt mittlerweile abends, deswegen versuche ich jetzt immerhin das noch fertig zu kriegen und dann reicht's aber auch für heute. Oh Gott, sind das viele. Frieda, guck mal. Probier jetzt mal Friedas Technik und such quasi die passenden Buchstaben immer raus und arbeite mich von links nach rechts. Zum Beispiel hier A30, dann gucke ich. Und das mache ich jetzt einfach für alle A's. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, denn dann verbringt man nicht so viel Zeit mit Suchen. Ich melde mich wieder, wenn die A's fertig sind. Ich habe das Gefühl, je weiter ich voranschreite, desto kleiner werden die Stücke, also die Sticker. Ich habe dafür jetzt gerade locker eine halbe Stunde oder so gebraucht und mache jetzt mit B weiter. Es ist Tag 2. Wir starten mit Gemälde Nummer 5 und das ist Flaming June by Frederick Leighton. Und hier sind jetzt auch sehr viele Sticker und zwar A, B, C, D, E, F, G, H. Also einige. Mir ist ein Stickerblatt zerrissen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das Ganze aufzukleben, ohne dass man den Riss sieht. Es betrifft allerdings nur 3 Sticker, also. Here we go. Ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Magic Trick. Ich schnipp's mit den Fingern, dann ist es fertig. Wenn es doch immer nur so einfach gehen würde, ne? Es hat jetzt knapp 1:20 gedauert. Ich finde es so cool, wie die Person halt so verpixelt ist, aber der Hintergrund ist original. Sieht schon sehr cool aus. Da sind auch noch einige Motive. Wir kommen jetzt zum 6. Und wenn ich das fertig habe, bin ich bei der Hälfte. Und das ist Birth of Venus von Sandro Botticelli. Allein, wenn ich schon diese ganzen Sticker sehe, ne? Es nimmt kein Ende. Normalerweise macht man das ja aber auch nicht alles hintereinander weg, sondern über super lange Zeit höchstwahrscheinlich verteilt. Und fertig ist das Ganze. Dafür habe ich jetzt nochmal ungefähr so eine Stunde gebraucht, vielleicht ein bisschen mehr. Also ich glaube, ich brauche pro Kunstwerk immer so 1 bis 1,5 Stunden. Mein Ziel ist es, viel zu schaffen. Also ich habe dann noch dieses hier vor mir und
das Mädchen mit dem Perlenohrring. Gemälde Nummer 7, Breezing Up Fair Wind by Winslow Homer. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Seht ihr diese vielen winzigen Sticker? Nein! Habe ich ja jetzt auch wieder richtig Lust, ne? Das ist echt so eine Arbeit. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz den hier. Fragt einfach bitte nicht, wie lange das hier gerade gedauert hat. So viele kleine Teile. Ich möchte es auch nie wieder sehen. Tschüss. Gemälde Nummer 8, Girl with a Pearl Earring by Johannes Vermeer. Es ist der dritte Tag. Das Mädchen mit dem Perlenohrring ist jetzt auch fertig. Und damit sind wir bei den letzten 4 Gemälden angekommen. Machen wir weiter mit Dance at Bougival bei Pierre-Auguste Renoir. An alle, die immer noch zuschauen, bis jetzt noch nicht abgeschalten haben, danke. Ich hoffe, es ist interessant genug. Bitte die Bauarbeiter. Es geht jetzt schon seit 2 Tagen. Also alle, die bis jetzt noch nicht abgeschalten haben, vielleicht doch nur dazu bekommen, meinen Kanal zu abonnieren. Abonniert mich, wenn ihr mich unterstützen wollt. Es motiviert mich sehr. Damit ihr euch mir besser vorstellen könnt, wie viele Sticker es tatsächlich sind. Es nimmt halt echt einfach kein Ende. Aber ich darf jetzt nicht aufhören, sonst mache ich nie mehr weiter. Deswegen machen wir weiter mit Gemälde 10, Napoleon at Saint-Bernard-Pass bei Jacques-Louis David. Mann, es sind so viele. Mein Daumennagel als Vergleich, damit ihr sehen könnt, wie klein diese Teile sind. Das ist so gar nicht so die Kunst, die mir gefällt. Deswegen mache ich mal kurz den hier. Ganz so einfach war es dann nicht, aber wir sind angekommen. Der Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende. Ich habe gleich kein Tageslicht mehr. Habe ich noch Lust weiterzumachen? Nee. Deswegen sehen wir uns morgen für die letzten 2 wieder. Bis gleich. In einer Sekunde. Tag 4. Ja, ich habe immer noch das Gleiche an. Don't judge me. Okay. Ich sitze hier seit 4 Tagen. Ich gehe auch nicht richtig raus. Aber jetzt kommt ein Gemälde, worauf ich mich schon sehr lange freue. Das vorletzte, nämlich Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Tatsächlich bin ich auch heute motiviert, aber nur weil ich weiß, dass es heute vorbei ist. Deswegen ziehe ich jetzt durch. Let's do it. Was ich halt so cool an diesem Sticker-Look finde, ist, dass es auch so ein bisschen aussieht wie Mosaik, also gerade eben mit den großen Stücken. Hat wirklich Spaß gemacht, die Mona Lisa aufzukleben tatsächlich. Ich hätte auch gerne sowas halt richtig großformatig gemacht, also irgendwie so 50 x 70 cm, aber es gab es halt leider nicht. Wir sind bei dem letzten Gemälde angekommen. Endlich. Und zwar ist es das iconic Gemälde The Great Wave of Kanagawa bei Katsushika Hokusai. Und zum Abschluss hat das Ganze nicht nur 2 Seiten Sticker, sondern 3 Seiten Sticker. A bis I. Leute, 4 Tage lang habe ich gebraucht, dieses Buch zu füllen. Ich bin fertig. Literally. Ich meine, schaut euch das an. Das sind so viele. Fühle ich mich accomplished? Ja. Schaut euch hier auch mein Diamond Painting Video an, wo ich 19.000 winzige Diamanten mit der Pinzette auf eine Leinwand geklebt habe.
I'm done. Wir sehen uns im nächsten Video und nicht vergessen zu abonnieren, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Bis dann. Tschüss.